Hallo und willkommen zurück zu... Wir hüpfen erstmal lustig durch die Gegend, okay. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundung zu dem Himmel. Part 51 müsste das jetzt schon sein. Wow, das Let's Play ist echt lang. Ja gut, es hätte so oder so lange gedauert. Und ja, die drei haben wir, glaube ich, im letzten Video noch gesehen. Oh, Fluffenluff. Hallo zusammen. Ja, let's go, let's go. Ja, lass uns losgehen. Let's go. Ja, würde man im Deutschen, glaube ich, nicht unbedingt übersetzen. Ja, oder los geht's, könnte man auch sagen. Gut. Ja, was sollen wir heute spielen? Let's play! Lass uns im Schlamm spielen. Ja, Felino, ich weiß, du bist ein, nee, Lehmhüpfer war Hydropi, aber irgendwie sowas ähnliches war Felino ja auch. Ein Molch oder sowas wahrscheinlich. Man sollte sich eine Stoppuhr stellen. Wartet mal eine Sekunde. Ja, Felino ist, glaube ich, nur Wasser. Aber Morabbel, also die Weiterentwicklung, wäre ja auf jeden Fall Wasserboden. Also Vorliebe zum Matsch eventuell verständlich. So, Stoppuhr. Und für alle die, die diese unwichtige Information interessiert, es scheint ein männliches Felino zu sein. Das erkennt man daran, dass diese beiden Zacken links und rechts am Kopf lang sind. Beim Weibchen sind die kürzer. Ja, ich möchte das nicht. Ja, Corsilla, gut, offenbar kein Schlammliebhaber. Ja, es ist nicht schön, immer voller Dreck zu sein. Ich habe einige Gummis mitgebracht. Möchtet ihr welche? Ja. Immer schön. Ich liebe Gummis. Ja. Om nom nom nom. Ich kann mich bewegen. Warum? Ja, Gummis, danke. Yay, Gummis. Wie sind sie? Om nom nom. Kaukau sind lecker, ja. Du bist der Beste, Fluffeluff. Ja, er freut sich. Oh, ich musste nur alle drei mal ansprechen. Gut zu wissen. Ja, wer kommt jetzt? Ja, was macht ihr da? Das ist... Ah, ein Pionskora und das oben ist ein Banett. Ja, offenbar. Ja, Banett und Pionskora. Bullies? Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich Bullies übersetzen muss. Tut mir leid. Oh, hey Fluffeluff, du hast Gummibonbons? Gibst du? Gib uns auch welche. Viele. Hab's schon. Auch damals schon. Freund, Freund. Er ist echt immer so drauf gewesen, wie mir scheint. Ja. Warum macht er sowas mit denen? Ich habe schon mal mit Banetts Gruppe da gespielt und die haben mich nur herumgestoßen. Ja, das sind wohl die gemeinen Kinder dann. Ja, gut. Vielleicht hat Knuddeluff keine Angst vor denen. Ja, so scheint es zumindest, ne? Kau, kau. Banett findet es auch komisch, dass Knuddeluff wohl keine... Fluffeluff? Ich sag mal Knuddeluff, ja. Fluffeluff keine Angst vor denen hat. ja gut, sie wollen wohl auch Fluffeluff jetzt fertig machen. Oh, die Gummis sind alle. Wow. Okay, sie haben alle aufgegessen, ohne dass er es gemerkt hat. Okay. Ja, ich merke schon, ich lese gerade weniger vor, als dass ich einfach nur das für mich lese und versuche zu verstehen. Ich wünsche, ich wäre einfach mal besser in Englisch, dann wäre es einfacher für mich. Naja, die beiden spielen natürlich nur mit Fluffeluff. Und Corsilla will gleich angreifen. Corsilla, ich sag das nicht gerne, aber du bist ein Psycho-Pokémon, du hast gegen Banett keine Chance. Außerdem ist Banett schon eine weiterentwickelte Form, also das könnte nicht so schön sein. Ja, genau, wir sollten das Ganze Fluffluffs Mama erzählen. Ja. Okay. Dumba, 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 dumba. Achso.
Ach, wie süß. Singt im Schlaf oder wie ist das? Ah, nee, Knuddeluffs, Fluffluffs. Boah, Fluffluffs Mutter singt. Schlaf nun süß, mein kleines Kind. Du bist wirklich adorable? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das heißt auch so viel wie süß. Wahrscheinlich nicht, aber was soll's. Gut, der schläft. Hey, Papa, warum heißt der nur Papa? Ja, sie macht sich Sorgen, weil... weil die... Soll das das Knistern des Feuers im Hintergrund sein, oder was ist das für ein komischer Sound? Naja. Ja, Knuddeluffs, Fluffluffs sind es dieselben. Ja, nur falls ich das mal vertausche. Also, Fluffluffs Mutter hat halt von den Freunden von Fluffluff gehört, dass der, ja, von diesen beiden Typen da manipuliert wird. Er verarscht wird, hätte ich gesagt. Oder benutzt, macht mehr Sinn. Ich hoffe nicht, dass er so wird wie die. Macht sich Sorgen, ja. Macht Sinn, sich da Sorgen zu machen. Aber er denkt schon, es geht alles klar. Ja, hatten wir diese Diskussion nicht schon mal? Als er den Berg mit Fluffluff erklommen hat. Hä? Ja, da gab es wohl einen Sturm, als die auf dem Rückweg waren. Tja. Knuddeluff und Fluffluff. Oh, wie süß. Bist du okay, Fluffluff? Ja. Da kommen immer wieder Steine runter, was soll das? Ja, der Sturm lässt den Boden beben. Wir müssen uns beeilen, von diesem Berg wegzukommen. Ja, lass uns beeilen, es ist gefährlich hier. Kumpel. Irgendwas ist auf ihn draufgefallen. Boulder. Ah, Stein. Und dann... Okay, alles klar. An alle, die Pokémon-Edition spielen und sich damit jetzt besser auskennen als ich, ist Fluffluff wirklich so verdammt stark? Würde mich überraschen. Die Baby-Pokémon sind jetzt meistens nicht so mächtig. Riolu ist eine Ausnahme. Auch das kann schon einigermaßen reinschlagen. Wobei Lucario besser ist. Ja, irgendwie wurde er gerettet. Ich glaube, das war Fluffeluff. Nicht schlecht. Ja, Fluffeluff hat ihn damals gerettet. Wie auch immer. Ja, dieses Kind hat irgendwelche seltsamen Kräfte. Ach, gib ihm ein paar perfekte Äpfel und es ist ruhig. Es ist sehr stark. Und ich... Das ganze Gerede, was ich jetzt nicht kenne, ist natürlich echt scheiße auch für den Part, weil dann vergeht der, weil ich das irgendwie übersetzen muss. Wenn Leute in Schwierigkeiten sind, dann kommt diese Kraft zum Vorschein. Überspringen. Ja, ich verstehe deine Sorgen, aber ich denke, wir sollten darauf vertrauen. Also wir sollten in Fluffluff vertrauen. Dings, Bums. Tun, machen, sollen. Ja. Irgendwie sowas. Ja, er wird schon okay sein. Er ist immer noch unser Sohn. Ja. Da haben wir auch endlich mal die Bestätigung. Fluffeluff ist, also auch Knuddeluff dann später, ist männlich. Ja. Ja, das, aber das zeigt natürlich, wie sehr sich seine Mutter um ihn sorgt. Oh, diese Spezialepisode, ich frage mich, wie lang die sein wird. Die von Beezer war ja schon relativ lang, was glaube ich aber eigentlich nur in den Dialogen lag.
Ich meine, eigentlich haben wir nur die Sternhöhle erkundet, im Endeffekt. Guten Morgen. Yay. Nein. Yay. Ja, wir rennen wild im Kreis und ich glaube, wir gehen mal wieder nach draußen, ne? Okay, ich gehe. Ja, bis später. Und pass auf dich auf. Ja. Gut. Da sind die beiden ja wieder. Ihr wollt Erkunder spielen? Ja. Ja. Die beiden wollen wohl auch mein Erkundungsteam werden. Stopp, lass mich kurz nachdenken. Ich weiß, es gibt ein Erkundungsteam, wo ein Pion Draghi drin ist. Also Pion Skoras Weiterentwicklung. Aber da ist meines Wissens nach kein Banett drin. Nein, da war irgendwas... Nein, das waren Pion Draghi, Snibuna und Arbok. Genau, das ist was anderes gewesen. Banett hatten wir aber manchmal auch irgendwo dabei. Also sollten wir irgendwelche unbekannten Areale untersuchen. Was meint ihr? Und dieser Platz, also dieses unerforschte Gebiet ist wo? Murky Forest. Irgendein Wald, aber was zur Hölle heißt Murky? Da möchten die wohl alle nicht hin, warum auch immer. Ja gut, also ihre Eltern sagen wohl immer, geh nicht in diesen Wald. Und da sollen große, böse oder furchteinflößende Monster drin sein. Euch ist klar, dass Pokémon auch für Pocket Monsters steht? ja, warum wollt ihr da hin? Weil es Spaß macht? Keine Ahnung. Ja, es scheint natürlich ein Ort zu sein, wo Erkundungsteams hingehen würden. Gut, soweit stimmt's schon mal. Ja, ich habe keine Angst. Achso, es ist nur, dass die halt zu Orten gehen wollen, wo man nicht hingehen sollte. Also, wo auch immer Kusula jetzt hin will. Achso. Ah ja, die drei sagen sich jetzt, nein, da wollen wir nicht hingehen. Ja, kleine Feiglinge. Excuse. Na gut. Ich bezweifle, dass sie jemals wirklich Erkunder werden könnten, wenn sie groß sind. Kann ich mir jetzt auch nicht erinnern, einen von denen nochmal so wiedergesehen zu haben? Was ist dein Erkundungsteam? Okay, Fluffluff wusste das wohl damals nicht, okay. Ja, hast du genug Mut, das zu machen? Ja, was auch immer. Okay. Komm mit. Was ist denn das für eine komische Musik? Okay, die Musik ist irgendwie seltsam. Aufstellung? Ah, Banett ist also der Anführer von den beiden. Nun sind wir ein Erkundungsteam, das den Murky Forest erkunden will. Also nehmt euren Mut zusammen und los geht's. Yay! Das wird wahrscheinlich noch mindestens zwei Parts dauern, wenn ich wieder so drauf gehe wie beim letzten Mal. Oh, was auch immer das jetzt sollte am Ende. Oh, cool, eine neue Karte. Murky Forest. Cool, das war eine ganz andere Karte. You have no items, das dachte ich mir irgendwie schon. Okay, wir haben Gesang. Pfund. Sweet Kiss, das ist... Nein. Info. Bitterkuss. Und Copycat ist, glaube ich, Mimikry. Okay. Wir haben hier ein Band. Ein Powerband, hervorragend. Das nimmt doch direkt mal unser Fluffluff. Oh, ein Owei. Boom. Wow, du machst Damage, Junge. Okay, ein kleines Kind auf Level 17. Stärker als Bigiza. Und Äpfel sind immer gut. Tja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier groß zu sagen soll. Weil ich keine Ahnung habe, was wir hier machen und... Ein Wald. Ein ziemlich dunkler und leicht nebliger Wald, wie mir scheint. Ja, super. Du kannst offenbar Nadelrakete, wie es hieß.
Oh, Sea Trap Orb, nicht schlecht. Aber, ey, das ist ja unfair. Oh. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wüsste spontan nicht unbedingt einen Endboss, der hier sein sollte. Nein, ich wüsste spontan überhaupt keinen Endboss, der hier sein sollte. Wald. Was könnte im Wald für ein Endboss sein? Also ich gehe jetzt, ich weiß es nicht, ich gehe einfach davon aus, dass es hier wieder einen Endboss gibt, so wie bei... wie bei... komm schon, Bigiza, genau. Hirachi war es ja da. Jetzt ist nur die Frage, was haben wir hier vielleicht für einen Endboss? Das wollte ich nicht, ich wollte das andere. Naja. Was für ein Endboss? Ein Wald. Also beim Wald fällt mir immer nur wieder Celebi ein. Weil wegen Wächter des Waldes und so, ne? Aber Celebi kann es eigentlich nicht sein. Tja, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Oh, Georgbrocken. Hier scheinen ja auch... Normal für einen Wald, gut, aber hier scheinen auch Käfer und Pflanzen-Pokémon zu sein. Welches Pokémon? Wobei eigentlich völliger Quatsch zu überlegen, dass es in einem Wald dann so und so ein Pokémon geben muss. Das muss ja gar nicht sein. Ich meine... Nein. Ach, egal. Vergesst, was ich gerade gesagt habe oder sagen wollte. Es war sowieso Schwachsinn. Oh, wir sind schon recht weit gekommen. Das ist ein ziemlich dunkler Ort. Oh, du riechst offenbar irgendwas. Das ist der Ort, von dem alle sagen, du solltest nicht dahin gehen. Der tiefste Teil des Waldes. Und das Gerücht besagt, dass hier ein schreckliches Monster leben soll. Hast du plötzlich Angst, dass da wir hier sind? Super, wenn du sowas sagst, dann kriege ich auch noch Angst. Ja, Knuddeluff und Fluffeluff kennen keine Angst. Die kennen nur Freund umarmen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Sieht aber auch nach... Ja, nicht wirklich nach dem Endbosskampf aus, sondern als würde es noch weitergehen. Irgendwas ist hier... Sag das nicht. Hä? Ja, du hast auch wirklich Angst, nicht wahr? Was ein Schwachsinn. Also wirklich, wie kannst du sowas behaupten? Ja, die beiden haben Angst. Gut zu wissen. Ja. Schon während du redest, kann ich die Tränen in deinen Augen sehen. Warum Tränen? Wenn man Angst hat, weint man meiner Meinung nach nicht sofort. Das ist nicht wahr. Ja. Ich habe keine Angst. Nein! Hey, du schreckliches Monster. Kannst du mich hören? Was zur Hölle? Ich bin der große Banette oder die große Banette. Ich weiß nicht. Banette könnte theoretisch beides sein. Ich bin ein Erkunder und ich bin gekommen, um dich herauszufordern. Also hör auf, dich zu verstecken und komm her. Kleiner Tipp, wenn es hier einen Endboss gibt, halt die Fresse! Ja, da kommt nichts. Nicht hier? Ich wusste es. Ich hab's von Anfang an gewusst. Hier ist nichts, oder was? Es ist nur ein Gerücht, nicht mehr. Da ist kein Monster hier. Das war niemals so. Ja, das dachten sie bei Hirachi allerdings auch. Wenn das so ist... Haha. Ja, Fluffel ist ja auch noch da. Fluffel? Ja. Alles klar. Ich denke, die Erkundung ist erledigt. Lass uns wieder nach Hause gehen. Ja. Sehe ich ein. Dieses Geräusch kann ich definitiv keinem Pokémon zuordnen. Hast du was gehört? Ich dachte, ich hätte eine Art Growl heulen. Ja.
Hey, ihr, sagtet ihr, ihr seid ein Erkundungsteam? Ich bin nur noch überlegen, was das für ein Pokémon sein sollte. Ja, verschwindet. Hier. Ein Amaldo. Ah. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber er will uns platt machen, oder was? Amaldo. Gesteinkäfer, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist hier. Oh. Und jetzt? Lass mich raten. Fluffluff denkt sich wieder, oh, ein Freund, knuddeln. Was ist das? Eine Bande Kinder? Hä? Waren da nicht mehr? Du auch, Kleiner. Lauf weg. Wenn du hier bleibst, wird etwas Schlimmes passieren. Aber die 20 Minuten sind um, also würde ich sagen, beende ich den Part und ich ahne ja schon, dass wir beim nächsten Mal hier kämpfen dürfen, also machen wir das dann beim nächsten Mal, nicht wahr? Ja, finde ich ein guter Plan. Also dann, tja, bis zum nächsten Mal. Ciao.